Moin und Waldmanns Heil vom Team Winz. Trophäen sind eine wertvolle Erinnerung. Wir wollen Ihnen heute mal zeigen, wie ich aus einem erlegten Bock eine wertvolle Trophäe machen kann. Um eine wertvolle Trophäe zu erhalten, bedarf es einiger Utensilien. Zunächst einmal haben wir ein wenig Folie, dies kann auch ein Müllsack sein, um den Tisch vor Verschmutzung zu schützen. Dann benötigen wir ein scharfes Messer, damit wir sämtliche Fleischreste vom Haupt entfernen können. Wir benötigen eine Abschlagevorrichtung, zum Beispiel diese mit einer Handsäge. Wir brauchen ein Abkochgerät mit entsprechenden Einsätzen. Das Spülmittel ist ein Hilfsmittel, damit sich nachher Fettreste besser lösen beim Kochvorgang. Nachdem das geschehen ist, benötigen wir eine entsprechende Trophäenbleiche, damit der Schädel wirklich weiß wird. Die Handschuhe nutzen wir dazu, um unsere Hände vor zu starker Verschmutzung zu schützen. Wir brauchen später entsprechende Gehörnklammern. Natürlich ein Trophäenbrett, ob es aus Schiefer oder aus Holz gestaltet ist, das obliegt jedem selbst. Und zum Schutz der Trophäe nutzen wir einen Trophäenspray, um es wirklich so zu erhalten. Was wir natürlich auch brauchen, ist ein erlegter Bock. Zunächst bereiten wir also unseren Arbeitsplatz dementsprechend vor. Nachdem der Arbeitsplatz vorbereitet ist, schützen wir, wie bereits angesprochen, unsere Hände. Es kann auch immer wieder zu kleinen Schnittverletzungen mal kommen, ungewollt. Und um hier Infektionen zu verhindern, tragen wir halt Gummihandschuhe. So. Jetzt geht's ans Werk. Und es geht zunächst darum, sämtliche Fleisch- oder Fellreste vom Haupt zu entfernen. Dazu fahren wir einfach mit dem Messer entlang und entfernen alles, was wir später nicht auf dem Brett sehen wollen. Zunächst einmal geht es also darum, wirklich die Decke komplett zu entfernen und erst im Nachgang entfernen wir sämtliche Fleisch- und Fettreste, weil diese würden später hässliche gelbe Flecken geben und das wollen wir natürlich nicht. Man wird gesehen haben, es handelt sich hier um einen jungen Bock und der ein oder andere mag sich fragen, warum jagen wir einen Sechser, wenn er doch noch so jung ist. Die Erklärung dazu ist einfach. Er hatte seinen Einstand entlang einer Hauptstraße, und zwar der einzigen Straße, wo wir regelmäßig Fallwild haben. Und deswegen haben wir uns entschlossen, diesen Bock zu erlegen, bevor er zur Gefahr für den Straßenverkehr wird. So. Und schon haben wir die Decke in einem Stück entfernt. Ja. Damit wir gleich den Kiefer öffnen können, entferne ich vorher wirklich alles, was
sich an Fleisch oder an Muskulatur entlang des Unterkiefers befindet. Wir wollen ja nicht, dass er zerbricht, wenn wir gleich den Unterkiefer trennen. Und ab muss es sowieso. Beim Trennen des Unterkiefers halt ein wenig Vorsicht walten lassen, weil wir nicht wollen, dass der Kiefer bricht. Je mehr Fleischreste bereits entfernt sind, desto leichter fällt es mir gleich, den Kiefer zu trennen. So, mit leichtem Zug konnte man jetzt im Prinzip den Kiefer trennen. Alles ist heil geblieben, so wie wir das gerne wollen. Wir kochen den Unterkiefer natürlich ebenso ab, weil er zur Trophäenschau bei uns vorgezeigt werden muss und dient dort zur Altersbestimmung. Was bei diesem Bock allerdings nicht schwerfallen wird. Damit wir einen wirklich sauberen Schädel bekommen und auch nicht ewig kochen müssen, geht es jetzt darum, wirklich die kleinsten Reste zu entfernen. Zum Beispiel auch diese Haut- und Fettreste, die noch auf dem Knochen liegen, vorsichtig zu entfernen. Ein wenig Vorsicht walten lassen, weil wir wollen ja nicht, dass der Schädel verletzt wird. So, aber man sieht das hier, das muss alles noch runter. Wenn man erstmal einen schönen Einstieg gefunden hat, kann man eigentlich von da weiterarbeiten. Auch diese Knorpel hier werden komplett entfernt. Das ist Knorpel. Aber Vorsicht, weil hier beginnt dann bereits der Knochen und hier geht es wirklich darum, nichts zu zerbrechen. Nachdem jetzt das meiste von dem Abkochen bereits entfernt worden ist, wird es Zeit, mit der Abschlagevorrichtung entsprechend den Schädel abzuschlagen. So, dazu spannen wir einfach den Schädel in die Vorrichtung ein. Man hat hier vorbereitet im Prinzip zwei Punkte, die entsprechend in die Augenhöhle greifen, um den Schädel passend zu fixieren. Jetzt kommt es darauf an, so viel Druck aufzubringen, dass der Schädel wirklich beim Sägen gut gehalten wird. Dazu bringe ich hier oben entsprechend Druck auf die Vorrichtung, schraube diese fest. Der Schädel soll also wirklich fest sitzen, aber natürlich möchte ich nicht, dass der Schädel Schaden nimmt. Ordentlich festdrehen. So, also wirklich, dass der Schädel fest sitzt und nachher nicht beim Sägen verrutschen kann. Das ist wichtig, weil sonst ärgern wir uns später. Jetzt kann ich entscheiden, wie lang ich im Prinzip den Schädel haben möchte, indem ich hier entsprechend die Einstellung für den Sägeschnitt wählen kann. Wie lang soll also nachher der Schädel sein? Um mal zu schauen, wo der Sägeschnitt lang geht, führe ich einmal vorher am Schädel entlang. Ein wenig mehr abschneiden kann ich nachher immer noch dran schneiden, ist sehr schwierig. Gut, prüfen wir also nochmal, ob der Schädel wirklich gerade drin ist. Das sieht gut aus, die Abstände sind gleich. Der Schädel ist fest eingespannt. Das passt alles. So, wir justieren mal grob. Ich habe hier oben auch Raster an der Vorrichtung, so dass ich weiß, ich kann einen geraden Schnitt durchführen. Andersrum, dann geht das auch. So, was haben wir denn da? Wir haben hier bei der 1, 2, 3 dritten Raste dran vorbei. Fixieren das auch wieder richtig fest, dass uns das nachher nicht verrutschen kann. Gut. Ja, das war's im Prinzip. Wir setzen jetzt die Säge an. Schauen noch mal, ob ich dort entlang säge, wo ich hin möchte. Das
passt alles. Und beginne jetzt mit dem Sägen an sich. Das mache ich mal im Stehen. Nachdem ich jetzt den Schädel gesägt habe, schneiden wir die Fleischreste hier nochmal ab. Wie viel ich vom Schädel stehen lasse, ist immer Geschmackssache und liegt im Auge des Betrachters. Man kann mit ganzer Augenhöhle oder mit halber Augenhöhle nachher aufsetzen. Das ist sicherlich Geschmackssache. Um jetzt die Reste, wie zum Beispiel das Gehirn und weitere Knorpel zu entfernen, lasse ich den Bock einfach in der Absägevorrichtung drin und trenne jetzt den Rest vorsichtig heraus, ohne den Schädel zu beschädigen. Nochmal ein bisschen Fummelarbeit. Spätestens jetzt weiß man, warum ich gerne Handschuhe trage bei solchen Arbeiten. So. Um jetzt die Lichter zu entfernen, öffne ich einfach die Abschlagevorrichtung wieder. Nehme den Schädel vorsichtig raus. Die brauchen wir heute nicht mehr. Können wir schon mal schauen. Das sieht gut aus auf den ersten Blick. So, und jetzt entferne ich im Prinzip noch alles, was am Schädel verblieben ist. Nehme ich noch mal ein Messer zur Hilfe, um das gleich richtig abzuschneiden. Schon ein wenig zäh manchmal. Wer häufig mit Bocktrophäen zu tun hat, greift vielleicht auch zu einer anderen Abschlagevorrichtung. Es gibt das Ganze auch mit einem speziellen Sägeblatt, mit einer elektrischen Stichsäge. Dann entfällt halt die Handarbeit mit der einfachen Abschlagevorrichtung. Da muss jeder für sich selbst entscheiden, was für ihn vielleicht interessanter ist. Jetzt kann der so vorbereitete Schädel in diese Schale gelegt werden. Wir fixieren ihn nochmal mit einer Klemme, damit er nicht aufschwemmt durch das später kochende Wasser. So. Passt. Wichtig ist, vom Abkochgerät, der Deckel verbleibt während des Kochvorgangs nicht auf dem Gerät. So, jetzt schauen wir mal, wie wir den am besten reinkriegen. Das wird knapp. Aber so sollte es gleich funktionieren. Ja, wir müssen noch ein wenig Wasser einfüllen, damit wirklich der Schädel bedeckt ist. Die Min-Max-Bezeichnung innerhalb des Kochgeräts ist bei Wasserbetrieb nicht maßgeblich. Das heißt also, wir füllen jetzt noch mal Wasser nach. Am besten direkt heißes, dann verkürzen wir hier gleich den Vorgang. So geht es schon, aber ein bisschen Wasser füllen wir dementsprechend noch nach. Damit sich die letzten Fettreste besser lösen, geben wir noch einen Schuss Spülmittel dazu und stellen zunächst auf 30 Minuten ein. Jetzt können wir nicht mehr viel machen, außer den Wasserstand kontrollieren, nicht dass irgendwann das Wasser verkocht ist. Wasser ist jetzt eingefüllt bis zu den Rosen und eigentlich kann nichts mehr schiefgehen. So, 30 Minuten sind um und wir spülen jetzt einmal mit kaltem Wasser ab und schauen, was noch an Resten am Schädel verblieben ist. So, wir haben jetzt den Schädel kalt abgespült und jetzt sieht man, es sind zwar noch Fleischreste drauf, aber diese lassen sich nun deutlich leichter entfernen und wir bekommen wirklich alles runter. Das kann man schon so abziehen. Nachdem jetzt die letzten Reste vom Wildbret entfernt sind,
packen wir das Ganze in eine Trophäenbleiche. Dazu brauchen wir 50 Grad warmes Wasser, einen Esslöffel, um das Ganze von der Menge her richtig zu dosieren, und werden dann den Schädel für ca. 15 Stunden in der Bleiche liegen lassen. So, wir haben das Wasser eingefüllt. Da wir mit einer Schaumbildung rechnen, haben wir den Topf mit ca. 300 ml aufgefüllt, aber nicht bis oben hin. Wir ziehen uns vorsichtshalber Handschuhe an, denn Bleichmittel hinterlassen auch auf der Haut weiße Flecken. Und das wollen wir natürlich verhindern. Und damit es keine Reaktion mit unserer Haut gibt, tragen wir lieber wieder unsere Gummihandschuhe. So. Circa einen Esslöffel pro 100 ml werden benötigt. Wir rühren das so ein bisschen, dass sich das Ganze auflöst. Legen natürlich den Schädel so rein, dass wirklich nur das im Wasser liegt, was wir auch bleichen wollen. So. Passt. 15 Stunden warten wir jetzt ab und schauen dann, ob wir nochmal nachbleichen müssen oder ob wir schon fertig sind. So, eine Nacht ist vergangen und wir wollen uns heute mal das Ergebnis anschauen. Das sieht schon sehr gut aus. Wir spülen es mal unter kaltem Wasser einfach ab und schauen, ob es wirklich so perfekt gelungen ist, wie wir uns das vorstellen. Aber es sieht schon gut aus. Okay. Nur so ganz kleine Reste sind noch da. Die kann ich aber ohne weiteres jetzt entfernen. Das ist alles glitzeblank. Man sieht, wir haben noch minimale Verfärbungen hier. Nur die lassen wir auch so, weil erstmal sieht es natürlicher aus. Das ist natürlich auch Geschmackssache. Wir könnten jetzt nochmal nachbessern, indem man zum Beispiel Wattebäuschen nimmt oder ein Papiertuch getränkt mit der Bleiche und man würde es exakt hier anlegen, aber das ist eigentlich in meinen Augen nicht notwendig. Um das Gehirn jetzt zu trocknen, aber auch damit die Sonne noch ihren Dienst tut, weil sie bleicht nochmal ein wenig aus, legen wir das Gehirn jetzt einfach hier hin und können die Bleiche im Prinzip jetzt über die Kanalisation einfach entsorgen. Um der Trophäe den letzten Schliff zu geben, nutzen wir noch ein Trophäenspray. Dies wirkt nicht nur antistatisch, das heißt, es setzt sich nicht so schnell der Staub nieder. Es bringt auch ein wenig die natürliche Farbe zurück. Sprühen wir das einfach mal ein, bevor wir es montieren. Wobei ich das auch nutzen kann an bereits montierten Trophäen. So, das war's dann eigentlich und unsere Trophäe kann auf ein entsprechendes Brett. Wir haben hier eine Schieferplatte. Wir brauchen natürlich entsprechend Gehörnklammern, damit wir es befestigen können. So, Schraube durchs Trophäenschild. Schon mal ein wenig anziehen. Wir schrauben noch nicht ganz fest, weil wir natürlich noch schauen wollen, ob er so hängt, wie wir ihn später haben wollen. Das heißt, schön mittig platziert, jawohl, passt. Und jetzt drehen wir die Schraube vorsichtig fest. Nur so fest anziehen, dass der Schädel wirklich fest platziert ist, aber natürlich nicht bricht.
Man sieht, wir haben hier noch einen kleinen Luftspalt. Ich müsste jetzt die Schraube kürzen, damit der Schädel wirklich plan auf dem Schild aufliegt. Ich persönlich mag es aber ganz gerne, weil ich dadurch eine leichte Neigung nach vorne bekomme. Aber auch das ist Geschmackssache. Wenn ich den Schädel wirklich plan haben möchte, müsste ich in diesem Fall die Schraube ein wenig kürzen. So findet die Trophäe den richtigen Platz und bleibt uns als Erinnerung, weil darum geht es. Wir jagen nicht der Trophäe halber, sondern wir jagen, um Wildbret zu gewinnen und auch um einen natürlichen Bestand zu erhalten. Die Trophäe ist für uns lediglich ein Nebenprodukt und zwar eine schöne Erinnerung an einen besonders schönen Jagdtag. In diesem Fall ging es darum zu verhindern, dass der Bock zum Fallwild wird. Weidmannsheil bei der Bockjagd wünscht das Team Vince.